Liebe Gemeinde, ich heiße euch herzlich willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, lasst uns mal über eure Errettung sprechen. Hast du Buße getan und an Christus geglaubt, als du dich bekehrt hast? Ja, das hast du. Hat Gott dich in seiner Gnade gezogen und dich durch den Heiligen Geist wiedergeboren? Ja, das hat er. Wie ist es nun? Hat Gott deine Bekehrung bewirkt oder hast du sie bewirkt? Beides ist wahr. Gott hat dir in seiner Gnade Buße und Glaube geschenkt und du hast Buße getan und an Jesus Christus geglaubt. Doch entspringt die Initiative bei Gott. Du hättest nie glauben können, wenn Gott nicht gewirkt hätte. In der Theologie nennt man das Kompatibilität. Das bedeutet nichts anderes als Vereinbarkeit. Die Vereinbarkeit von Gottes Eingreifen durch seine Macht und menschlichem Wirken und der menschlichen Verantwortung. Es beschreibt das Wirken Gottes und die Verantwortung des Menschen. Und darum geht es auch heute in unserem Predigttext im Philipperbrief. Und in dem Predigttext geht es darum, unsere Errettung auszuleben, und zwar die Heiligung. Hierin sind wir völlig abhängig vom Herrn, als auch vollkommen verantwortlich für unser Handeln. Bevor wir jedoch den Predigttext lesen, lasst mich euch einmal kurz mit dem Zusammenhang vertraut machen, damit wir verstehen, in welchem Kontext die Predigtverse stehen und dass wir nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Den Philipperbrief hat der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben, als er im Gefängnis in Rom saß. Er hatte diese Gemeinde gegründet und davon lesen wir in Apostelgeschichte 16. Die Gemeinde stand unter Verfolgung. Widersacher von außen wollten sie einschüchtern und ihr Lehrer wollten sie unter das Gesetz knechten, indem sie die Philipper aufforderten, sich beschneiden zu lassen. Und Paulus' Beziehung zu den Philippern war eine sehr herzliche. Sie waren eine vorbildliche Gemeinde. Sie hatten ihn bereits zweimal mit Geldgaben unterstützt, als er in Thessalonich war. Und nun schreibt Paulus ihnen diesen Brief, um ihnen für ihre erneute Geldgabe zu danken, die ihm von dem Gemeindemitglied Epaphroditus überbracht worden ist. Dabei nutzt er die Gelegenheit, ihnen Warnungen mitzugeben und sie zur Einheit zu ermahnen. Er zeigt ihnen, wie sie würdig des Evangeliums leben sollen, sowohl gegenüber den Widersachern außerhalb der Gemeinde als auch innerhalb der Gemeinde. Und dazu sollen sie eine Einheit sein und die gleiche demütige Einstellung haben wie ihr Herr Jesus Christus. Nun setzt Paulus seine Ermahnungen fort, indem er sie dazu auffordert, ihre Errettung zu verwirklichen. Und genau davon handelt unser Predigttext für heute Morgen. Lasst uns zusammen dafür den Predigttext lesen. Schlag gerne mit mir zusammen auf Philippa, Kapitel 2, die Verse 12 bis 13. Philippa 2, die Verse 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Amen. Lass mich eben beten, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Herr, unser wunderbarer Gott, wir danken dir, dass du uns zusammengeführt hast unter dein Wort, um von dir zu lernen, um von dir unterwiesen zu werden. Wir bitten dich, segne du dein Wort an unserem Herzen. Herr, dass wir verstehen, was es heißt, dass wir unsere Rettung verwirklichen. Und verstehen, was es heißt, dass du in uns das Wollen und Vollbringen desselben bewirkst. Herr, schenke du uns Gnade beim Zuhören. Schenke du mir auch Gnade beim Predigen, Herr. Lass du mich erfüllt sein mit deinem Geist. Herr, damit wir erbaut werden, dass dein Leib wächst und dass wir zubereitet werden zu guten Werken. Und ein heiliges Leben führen zu deiner Ehre. Bitte segne du uns darin. Amen.
Ihr Lieben, den Predigttext habe ich mit diesem einen Satz überschrieben: Weil Gott in dir wirkt, sollst du deine Errettung ausleben, um würdig des Evangeliums zu wandeln. Weil Gott in dir wirkt, sollst du deine Errettung ausleben, um würdig des Evangeliums zu wandeln. Und um uns den Text näher zu erschließen, habe ich ihn in zwei Punkte aufgegliedert. Erstens, lebe deine Errettung aus. Und der zweite Punkt, vertraue dabei auf das Wirken Gottes in dir. Lasst uns anfangen mit dem ersten Gliederungspunkt. Lebe deine Errettung aus. Schaut mit mir zusammen in den Vers 12. Dort heißt es: Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und so wie Paulus hier die Philipper anredet, unterstreicht es seine Liebe und Zuneigung zu ihnen. Er nennt sie Geliebte. Und er ist sich sicher, dass sie ihm gehorsam sein werden, weil sie es in der Vergangenheit bereits waren und weil Paulus Vertrauen zu ihnen hatte, dass sie es jetzt auch noch umso mehr in seiner Abwesenheit ausleben würden. Und die Philipper wissen ganz genau, dass Paulus als Apostel Jesu Christi berufen worden ist und dass die Anweisungen von Paulus dasselbe Gewicht haben, als hätte es ihnen Jesus Christus höchstpersönlich gesagt. Und somit befiehlt Paulus ihnen mit dieser Autorität, die er von Jesus Christus hat: Verwirklicht eure Rettung. Das ist die Hauptaussage dieses Verses. Und wenn wir allgemein über Rettung sprechen, meinen wir damit meistens die Sündenvergebung, die Rettung vor unseren Sünden. Doch die Bibel gebraucht dieselben Worte je nach Kontext verschieden. Die in der Bibel gebrauchten Worte haben nicht immer dieselbe Bedeutung. Das Wort Löwe zum Beispiel kann in der Bibel verschiedene Bedeutung annehmen. Christus wird mit einem Löwen verglichen in Offenbarung 5,5. Aber der Begriff Löwe wird auch für den Teufel verwendet, in 1. Petrus 5,8 zum Beispiel. Und es wäre fatal, wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir das Wort Teufel in der Bibel lesen, dass es sich immer auf den Satan bezieht. Und die wichtigste Regel in diesem Bezug auf Wörter ist, dass der Kontext dem Wort die Bedeutung gibt. Der Textzusammenhang gibt den Wörtern ihre Bedeutung. Und das Gleiche finden wir auch hier in unserem Predigttext. Wenn wir von Errettung oder Rettung oder gerettet werden lesen, dann ist nicht immer die Errettung von den Sünden gemeint, sondern Rettung kann je nach Kontext eine andere Bedeutung haben. Lasst mich euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Schauen wir uns mal diesen halben Vers in Apostelgeschichte 27, 34 an. Dort heißt es: Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient euch zur Rettung. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und hier benutzt Lukas das gleiche griechische Wort für Rettung, wie auch Paulus es im Philipperbrief tut, hier in unserem Predigttext. Und wenn wir nun sagen, dass überall da, wo die Bibel von Rettung redet, sie die Sündenvergebung meint, ja, dann kommen wir in erhebliche Schwierigkeiten. Dann müssten wir nämlich aufgrund dieses Verses sagen, dass Paulus uns hier ermahnt, eine bestimmte Speise zu uns zu nehmen, damit uns die Sünden vergeben werden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Lasst uns den Vers 33 dazu nehmen, um zu sehen, was Errettung hier in diesem Zusammenhang genau bedeutet. Dort heißt es: Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen. Ich gebe euch mal den kleinen Kontext. Das ist, Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Er ist auf einem Schiff und sie geraten in einen Sturm und sie drohen unterzugehen. Und im Kampf um das Schiff haben die 14 Tage nichts gegessen. Und in diesem Kontext schreibt Lukas uns das und gibt uns hier Paulus Worte wieder. Da heißt es: Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient euch zur Rettung.
denn keinem von euch wird ein Haar von eurem Haupt fallen. Aha, wir lesen davon, dass Paulus auf dem Weg nach Rom in einen Sturm kommt und nun die Schiffscrew ermahnt, nach 14 Tagen ohne Nahrung endlich etwas zu essen, um gerettet zu werden. Was bedeutet also Rettung in unserem Kontext hier? Genau, es bedeutet die Rettung vor körperlicher Schwäche durch den Verzicht auf Nahrung. Sehen wir das, ihr Lieben? Und jetzt zurück zu unserem Text. Was bedeutet Rettung hier in unserem Kontext? Lass uns gemeinsam schauen. In Philipper 1,1 betet Paulus für die Philipper, dass sie lauter und ohne Anstoß sein sollen, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Paulus betet also für die Philipper, dass sie ein reines und tadelloses Leben führen sollen. Weiter in Kapitel 3 verurteilt Paulus sein damals ihm so wertvolle Gerechtigkeit als Dreck und will in Christus Jesus erfunden werden, nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Und hier würde er sich widersprechen, wenn er wirklich in unserem Predigttext meinen würde, dass man seine Gerechtigkeit erarbeiten kann. Im unmittelbaren Kontext heißt es weiter, Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Hier benutzt Paulus die Wörter unsträflich, lauter, das bedeutet rein, untadelig. Diese Sprache, sie wird benutzt, wenn von Heiligung gesprochen wird. Und Paulus spricht also in unserem Predigttext, wenn er Errettung meint, von der Heiligung der Philipper. Und ich möchte an dieser Stelle eine Anmerkung machen, um noch einmal in besonderer Weise herauszustellen, dass Paulus hier nicht lehrt, dass wir unsere Rechtfertigung, also unseren gerechten Stand vor Gott, verdienen sollen. Wir haben ja bereits gesehen, dass der ganze Zusammenhang dieser Textpassage danach schreit, Heiligung zu bedeuten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns diese Wahrheiten immer wieder einhämmern. Warum ist das so wichtig? Nun, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mir meine Errettung verdienen kann oder ob ich sie allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus allein bekomme. Die Rechtfertigung ist das Herzstück des Evangeliums. Wie der Mensch in Gottes Augen gerecht werden kann. Und diese Lehre ist so wichtig, weil Menschen, die glauben, sich ihren gerechten Stand vor Gott verdienen zu können, werden mit diesem falschen Glauben verloren gehen. Ihr Lieben, es geht hier um das ewige Schicksal der Seelen der Menschen. Also lehrt Paulus wirklich hier Werksgerechtigkeit? Nein, auf keinen Fall. Er bekämpft sogar diese Sicht in Kapitel 3, ab Vers 2, wo er ihr Lehrer dafür kritisiert, dass sie Werksgerechtigkeit verkünden. Paulus gibt seine Vergangenheit als bestes Beispiel für Werksgerechtigkeit und zeigt uns in den Versen 4 bis 6, was seine menschliche Gerechtigkeit war. Und in den weiteren Versen deutet er darauf hin, dass es nichts als Dreck war, was er vorzubringen hatte. Und sein einziger Wunsch ist es, in Christus erfunden zu werden. In dem, Vers 9, lest mit mir zusammen, in dem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. Hört ihr das? Paulus sagt, er möchte in Christus gefunden werden, nicht durch seine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Die Gerechtigkeit, von der Paulus hier spricht, ist die Gerechtigkeit, das perfekte Leben im Gehorsam gegenüber Gott, die ihm angerechnet wurde durch den Glauben. Sehen wir das? In unserem Predigttext meint Paulus auf keinen Fall Werksgerechtigkeit.
Er betont die Gerechtigkeit aus Glauben allein in Christus Jesus allein. Und ich will euch ein Beispiel geben, wie töricht es ist, zu meinen, sich durch gute Werke seine Rechtfertigung zu verdienen. Denkt mal an einen Stabhochspringer. Beim Stabhochsprung ist die Latte in circa 5 Meter Höhe angebracht. Und stellt euch vor, das wäre der Maßstab Gottes, den wir zu erfüllen haben. Und jetzt hast du da diesen Hochsprungstab, der ist lang und flexibel und er stellt den Glauben allein dar. Und er katapultiert dich über diese Latte, sodass du gerechtfertigt wirst. Aber jetzt meinst du, aus deiner eigenen Kraft es schaffen zu müssen und sagst dir, ja, der Glaube ist wichtig, aber ich muss und ich kann auch was dazu beitragen. Und dadurch nimmst du statt des Hochsprungstabes einen Zahnstocher und versuchst damit, über diese Latte in 5 Meter Höhe zu springen. Und das ist wirklich nur ein schwacher Vergleich, um darzustellen, wie töricht und ausweglos es ist, sich den Himmel zu erarbeiten durch Glaube plus Werke. Der einzige Weg zu Gott ist, sich selbst als machtlosen Bettler anzusehen und zu Gott zu kommen und an ihn zu glauben. An ihn zu glauben, der den Gottlosen rechtfertigt. Und das ist wichtig festzuhalten, ihr Lieben. Diese Kenntnis über diese Lehre dürfen wir keineswegs voraussetzen, sondern uns immer wieder daran erinnern. Denn das ist das Herzstück des Evangeliums. Kein Wunder, dass Paulus diejenigen Hunde und böse Arbeiter nannte, die Werksgerechtigkeit predigten, weil sie die Menschen in die Irre führen, indem sie auf ihre eigenen Wege vertrauen lassen. Menschen, die das glauben, gehen auf ewig verloren. Hier geht es um nichts weniger, ihr Lieben, als um das ewige Schicksal von menschlichen Seelen. Deshalb müssen wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen und immer wieder predigen. Und da wir das nun klargestellt haben, lasst uns wieder zu unserem Predigtext zurückkehren. Paulus spricht hier also von der Heiligung der Philipper. Ich zeige euch, wie Heiligung mit der Errettung zusammenhängt. Wenn wir über Errettung sprechen, dann hat diese 3 Bestandteile. Ich verdeutliche euch das anhand dieser Folie hier. Die äußere Blase ist die Errettung und sie besteht, oder deine Errettung, sie beginnt mit der Rechtfertigung, sie dauert an in der Heiligung und sie endet in deiner Verherrlichung. Und Heiligung ist so sehr mit der Errettung verbunden, dass sie eigentlich nicht davon zu trennen ist. Die Heiligung ist ein Bestandteil der Rettung und für diese ein notwendiger Beweis. Heiligung ist die notwendige Frucht deiner Errettung. Wer sich Christ nennt, aber gar keine Frucht der Heiligung hat, dessen Bekenntnis steht auf wackeligen Beinen. Und grundsätzlich lässt sich sagen, Heiligung ist das Ausleben deiner Errettung. Heiligung ist das Ausleben deiner Errettung. Es beinhaltet vorwiegend den Gedanken, Christus immer ähnlicher zu werden in der Heiligkeit. Das Hassen der Sünde und das Lieben der Gerechtigkeit. Schau mal, deine Errettung hat einen primären Zweck, ein Ziel. Es ist eigentlich ganz einfach, hör zu. Wenn dich jemand fragt, zu welchem Ziel Gott dich errettet hat, dann kannst du ihm Folgendes sagen. Natürlich kannst du ihm sagen, dass das Endziel Gottes Ehre ist. Das ist immer richtig. Aber was bedeutet es für dich? Was ist Gottes Endziel für dich persönlich? Lasst uns dafür Römer 8,29 aufschlagen. Römer 8,29. Dort heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das ist was mit unserer Rechtfertigung begonnen hat, als wir an Jesus gläubig wurden,
ist die schrittweise Umgestaltung in das Ebenbild unseres Herrn. Denn dazu hat der Herr uns erlöst. Diese andauernde Zeitspanne wird abgeschlossen, wenn wir Jesus sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und das ist dann die Verherrlichung, wenn wir ihn so sehen werden, wie er ist. Und dieser Prozess, der zwischen Rechtfertigung und Verherrlichung liegt, heißt Heiligung. Heiligung ist nichts anderes, als Christus immer ähnlicher zu werden. Ganz einfach. Wir müssen die Sache nicht unnötig verkomplizieren. Dazu muss unser Denken, unsere Worte, unsere Handlungen immer mehr unter den Gehorsam Christi kommen. Wenn Gott uns auserwählt hat, um seinen Sohn gleichgestaltet zu werden, und wenn wir ihm gleichgestaltet sein werden in vollkommenem Maße, wenn wir bei ihm sein werden, was machen wir dann in der Zwischenzeit? Warten, Däumchen drehen, unser Leben genießen, dreimal im Jahr in den Urlaub fahren? In der Zwischenzeit sind wir aufgefordert, die Ebenbildlichkeit Christi auszuleben. Und das beschreibt uns Paulus hier in dem Verb verwirklicht. Verwirklicht. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass Paulus hier keinen Vorschlag macht. Ihr lieben Philippa, so nach dem Motto, ihr lieben Philippa, wie ich mich freue, dass Gott euch errettet hat. Freut euch und genießt euer Leben. Ach, und wenn ihr auch noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann arbeitet an eurer Heiligung. Aber nur, wenn ihr Zeit habt. Nein, verwirklicht. Paulus befiehlt hier mit apostolischer Autorität, aus dessen Mund das Wort Gottes hervorgeht, dass sie die Heiligung ausleben sollen, verwirklichen sollen. Heiligung, ihr Lieben, ist keine Option. Sie ist ein göttliches Gebot. In Hebräer 12, 14 heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Verwirklichen. Es bedeutet, kontinuierlich arbeiten, um etwas in Erfüllung oder zur Vollendung zu bringen. Ja, wir sollen so sehr nach Christus Ähnlichkeit streben, als ob wir es hier auf Erden zur Vollendung bringen könnten. Und das mit allem Eifer. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, wäre es noch festzuhalten, auf welche Art und Weise wir unsere Heiligung ausleben sollten. In Paulus schreibt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das bedeutet in Gottesfurcht. Es bedeutet, dass wir so eine Hochachtung und Respekt vor der Majestät Gottes haben, dass wir uns regelrecht fürchten, gegen ihn zu sündigen und ungehorsam zu sein. Und obwohl wir als seine Kinder keine Angst haben müssen vor ihm, müssen wir dennoch Ehrfurcht haben und staunen vor seiner heiligen Majestät. Das alleine schon sollte uns schon davon abhalten, zu sündigen. Gott, der Vater, hat seinen einzigen geliebten Heiligen Sohn zerschmettert am Kreuz. Dort hat er ihn geschlagen, um dich zu erlösen. Wie kannst du nicht erzittern vor seinem Zorn? Wie kannst du nicht erzittern vor seiner Majestät? Wie kannst du nicht erzittern vor seiner unverdienten Liebe zu dir? Denk daran, wenn du das nächste Mal Sünde in deinem Herzen aufkommt, was es Gott gekostet hat, um dich zu erlösen von deinen Sünden, in denen du dich tagtäglich wohlfühlst, so wie ein Schwein sich im Schlamm wälzt. Es hat ihn sein kostbares Blut gekostet. Es hat ihn sein kostbares Blut gekostet. Lebe heilig in der Furcht des Herrn. In Jesaja 66, 2b heißt es, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Dabei ist das Schlimme daran nicht, dass du immer noch mit einigen Sünden zu kämpfen hast und immer noch ab und zu fällst, nein, sondern deine Gleichgültigkeit. Deine Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde.
du tolerierst sie, du fühlst dich in ihr wohl, du flirtest mit ihr. Und das zeigt, wie klein du von deinem Herrn denkst und dass du null Ehrfurcht hast vor seiner Heiligkeit. Ja, es interessiert dich nicht, dass Gott seinen geliebten Sohn bestraft hat für deine Sünden. Ja, es interessiert dich nicht, dass Gott in dir lebt und du jedes Mal, wenn du sündigst, den Heiligen Geist betrübst, der in dir lebt. Nein, das Einzige, woran du denken kannst, sind deine selbstsüchtigen Begierden. Erzähl mir nicht, dass du ihn liebst. Erzähl mir nicht, dass er dein Herr ist. Geh hin und zeig es, indem du die Sünde so sehr hast und alle Mittel ergreifst, um sie zu töten. Vernichte die Sünde in deinem Leben. Ihr Lieben, das ist ein ernstes Thema und das dürfen wir keinesfalls leichtfertig nehmen. Doch ihr Lieben, wir dürfen auch keinesfalls die Freude vergessen in dieser Sache. Freude ist die Frucht des Geistes. Und wir sollen die Heiligung nicht ausleben mit einer Gefühlslosigkeit und Kälte, sondern mit großer Freude. Bedenkt, wie Gott sich freut, wenn wir heilig leben. Und wie wir uns darin freuen können, dass wir Gott Ehre bereiten, indem wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen. Ja, freut euch, ihr Lieben. Denn ihr habt die Ehre, gereinigte und heilige Menschen zu sein, zu Gottes Ehre. Was für ein Privileg, was für eine große Freude ist das. Lasst uns einen Mann ansehen, der unermüdlich daran gearbeitet hat, sich zu heiligen und wie er diesen Prozess beschreibt, dies wollen wir uns ansehen. Und dieser Mann ist der Apostel Paulus. Bleibt mit mir in dem Philipperbrief, lasst uns das ansehen in Kapitel 3, schlagt mit mir zusammen auf die Verse 12 bis 14. Dort lesen wir von seiner Einstellung zu seinem eigenen Heiligungsprozess. Er schreibt: Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wozu ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus, er jagt, er ergreift, er streckt sich aus, er jagt auf das Ziel zu und das ist alles andere als eine Hauptsache gerettet Einstellung. Ein Zurücklehnen und Gott machen lassen. Nein, dir wurde nach deiner Errettung eine Waffenrüstung gegeben, ein Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Und du bist in den Krieg gestellt gegen das Fleisch, gegen die Welt und gegen den Teufel. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus wollte von ganzem Herzen so sein wie sein Herr. Er hat der Herrlichkeit Christi nachgejagt mit allem Fleiß, mit Kampf, mit Ausdauer, als hätte er sie in diesem Leben erreichen können. Und dasselbe, ihr Lieben, muss auch unser Maßstab sein. Verwirklicht eure Rettung. Das ist es, worauf Paulus hinaus will. Wir sollen Christi Heiligkeit reflektieren. Jetzt ist die große Frage, wie passiert das? Wenn unser Endziel ist, dieselbe Herrlichkeit wie Christus zu haben, dann müssen wir uns diese Herrlichkeit aneignen. Die große Frage ist jetzt, wie? Und diese Frage wird uns von Paulus im 2. Korintherbrief beantwortet. Und das ist eine der Schlüsselstellen in Bezug auf Heiligung. Hier sehen wir, wie Heiligung funktioniert. Schlagt mit mir zusammen auf 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.
Indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in dasselbe Bild verwandelt, das wir ansehen. Wir müssen also Christus anschauen. Und wenn wir ihn anschauen, werden wir wie er. Wenn wir ihn anschauen, werden wir wie er. Soweit die Theorie. Aber wie geschieht das ganz praktisch? Wo finde ich die Herrlichkeit Christi? Ich möchte euch 4 Begegnungspunkte aufzeigen, die wir aufsuchen müssen, um die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Und ich sage, ihr Lieben, bewusst müssen, denn wenn wir uns diesen Werkzeugen der Heiligung nicht aussetzen, dämpfen wir den Geist und unsere Heiligung kommt nicht voran. Und ihr Lieben, das ist nichts Neues, was ich euch gleich sagen werde. Unsere Hören sind nur oft sehr schwer zum Hören, unser Verstand vergesslich und unsere Hände oft zu träge, um es auszuführen. Wenn wir diese Mittel benutzen, dann heiligt uns Gott. Aber wir sind diejenigen, die es tun müssen. Also lasst uns an die Arbeit gehen. Damit wir es uns besser merken können, habe ich die Abkürzung für Bibelgemeinde verwendet. Also BG. Und das Ganze 2-mal. Das wäre dann BG, BG. Erstens Bibel und Gehorsam. Bibel und Gehorsam. Und das zweite, Beten und Gemeinschaft. Beten und Gemeinschaft. Fangen wir an. Bibel, lese in seinem Wort. Lerne ihn kennen, sein Wesen, seinen Charakter, seine Taten. Studiere ihn, lerne ihn immer besser kennen. Das heißt, je mehr du von Gott kennst, desto ähnlicher wirst du ihm. Wie sollst du sonst jemanden ähnlich werden, den du gar nicht ausreichend kennst? Im Johannesevangelium heißt es, in Johannes 17,17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Durch das Anschauen von Christus in seinem Wort wirst du in sein Ebenbild verwandelt werden. Des Weiteren Gehorsam. Es heißt in Johannes Kapitel 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben, und jetzt kommt's, und mich ihm offenbaren. Das heißt, umso mehr wir Christus gehorchen, desto mehr lieben wir ihn. Umso mehr wir ihn lieben, desto mehr lernen wir ihn kennen. Umso mehr wir Christus kennenlernen, desto mehr werden wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Durch Gehorsam werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Des Weiteren beten. Biblisch gesprochen betrittst du durch das Gebet den Thronsaal Gottes und stellst dich vor das Angesicht Christi. Und dort in der Begegnung mit deinem Herrn wirst du verwandelt werden in der innigen Beziehung mit Christus. In Psalm 105, Vers 4 heißt es, frag nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Wenn wir Zeit mit Gott im Gebet verbringen, dann strahlt seine Herrlichkeit auf uns über. So wie bei Mose, als sein Angesicht strahlte, weil er mit Gott geredet hat. Die Gemeinschaft mit dem Herrn wird etwas von seinem Abglanz auf uns übertragen und wir werden verwandelt werden in dasselbe Bild. Im Gebet, ihr Lieben, schaust du die Herrlichkeit des Herrn an und wirst verwandelt in sein Ebenbild. Gemeinschaft. Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 10, 24 bis 25. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die Gemeinde ist der Ort, in dem du in Gemeinschaft festhalten kannst an deinem Bekenntnis zu Christus. Ein Ort, an dem auf dich Acht gegeben wird und du zurechtgebracht wirst. Ja, ihr Lieben, das ist so. Wir alle haben das nötig. Heiligung ist kein Einzelkämpferprojekt, in dem du
dich alleine durchschlägst. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Leibes Christi. Ein Christ ohne Gemeinde gibt es nicht. Wer sagt, er sei ein Christ, aber er ist nicht dort, wo Christus ist, der ist ein Lügner. Denn wie willst du Gemeinschaft haben mit Christus, wenn nicht durch seinen Leib? Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug für dich, mehr in das Ebenbild Christi verwandelt zu werden. Und deswegen sollst du die Gemeindeversammlungen nicht meiden. Ihr Lieben, wenn wir für Anwendungen für diesen Gliederungspunkt nachdenken, dann, wenn auch du heute hier sitzt und denkst, du kämpfst mit Sünde und du weißt nicht, wie du siegreich sein sollst, lass mich dich trösten. In deiner Verherrlichung wirst du ein für alle Mal losgelöst sein von Sünde. Du wirst sündlos sein. Und das soll dich dazu motivieren, deine Heiligung voranzutreiben und der Sünde in deinem Leben keinen Millimeter Platz zu geben. Vielleicht gibt es auch einige unter uns, die praktische Heiligung mit Rechtfertigung vermischt haben. Wenn dem so ist, darfst du heute dein Denken erneuern lassen durch Gottes Wort. Du heiligst dich nicht, um gerechtfertigt zu werden, sondern weil du gerechtfertigt bist. Sondern weil du gerechtfertigt worden bist, heiligst du dich. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ganz praktisch könnt ihr euch bewusst Zeit nehmen fürs Gebet, für die Bibellese. Schaue die Herrlichkeit des Herrn an und werde verwandelt. Versäume die Gemeindeversammlungen nicht, durch die Gott dich heiligen möchte. Und wenn du mit Sünde kämpfst, dann vertraue dich deinen Ältesten an oder reifen Christen aus deiner Gemeinde und frage sie nach Hilfe. Frage sie, wie sie gegen Sünde kämpfen und hol dir Rat. Ebenfalls ist es hilfreich, den Zugang zur Sünde zu unterbinden. Vermeide es, an Orte zu gehen, wo dein alter Mensch sich wohlgefühlt hat. Wie sieht es aus mit den sozialen Medien und all dem, was du dort siehst? Nackte Haut, die deine Augen versuchen. Reiche Menschen, die ihren Luxus präsentieren und du wirst verführt durch den Betrug des Reichtums. Lass es bleiben. Lass es bleiben. Melde dich ab, wenn es sein muss. Du kannst ohne alle diese Dinge leben, aber du kannst nicht ohne Heiligung leben. Du kannst nicht ohne Heiligung leben. Und jetzt wirst du zu mir sagen, Viktor, wie soll ich das alles nur schaffen? Diese Aufgabe scheint mir so groß und die Arbeit so viel und ich bin so schwach. Und du magst dastehen und dich fühlen wie einst Mose, als er vom Herrn berufen wurde, für die große Mission, Gottes Volk aus Ägypten zu führen und vor dieser großen Aufgabe verzweifelte. Und ich sage dir, willkommen im Club. Doch lass dich ermutigen, deine Schwäche ist alles, was du mitbringen musst. Denn in unserer Schwachheit ist der Herr mächtig. Wir wollen uns anschauen, was unsere Motivation sein sollte, eine solche harte Arbeit auszuführen. Und genau das behandeln wir in unserem zweiten Gliederungspunkt. Vertraue dabei auf das Wirken Gottes in dir. Vertraue dabei auf das Wirken Gottes in dir. Schaut mit mir zusammen in den Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ihr Lieben, lasst uns bedenken, dass Paulus hier an Heilige schreibt, an gläubige Christen. Sie haben den Heiligen Geist und durch ihn haben sie alle Voraussetzungen, ein heiliges Leben zu führen. Gott wirkt in uns das Wirken. Aber die Grundlage unseres Wirkens, ist das vorherige Wirken Gottes in uns. Wir wirken, weil Gott wirkt. Das Bewirken, das Ausleben, das zur Erfüllung bringen, das Vollbringen unserer Errettung ist die Auswirkung des Wirkens Gottes in uns.
Paulus schreibt den Philippern, ihr sollt wirken und begründet es, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Weil Gott in uns wirkt, sollen wir wirken. Und weil wir wirken, wirkt Gott in uns. Aber nicht in dem Sinne, dass er dazu verpflichtet wäre, sondern in dem Sinne, dass unser Wirken von Gottes Wirken abhängig ist. Wir können uns daher nicht darauf ausruhen und sagen, oh, ich habe gar kein Verlangen, mich zu heiligen. Es scheint wohl so, als ob Gott gar nicht will, gar nicht in mir wirkt. So etwas gibt es nicht, ihr Lieben. Das Handeln Gottes schränkt das Handeln des Menschen nicht ein und macht es nicht überflüssig. Ich gebe euch ein Beispiel, um euch das zu verdeutlichen. Wir wissen, dass der Erdboden zusammen mit Wasser und Sonnenlicht die perfekte Umgebung schafft, damit der Weizen gedeihen kann. Und trotzdem würde keiner die Arbeit des Bauern, der sät und der erntet, geringschätzen. Im Gegenteil, er muss das, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, nutzen, damit der Weizen wachsen kann. Und so ähnlich ist es auch mit Gottes Wirken und unserem Wirken. Gott wirkt in jedem Gläubigen das Bedürfnis, sich zu heiligen. Für den Herrn. Das ist wie ein Naturgesetz. Es ist wie die Schwerkraft. In zehn von zehn Fällen reinigt sich der Christ von den Befleckungen seines alten Lebens. Du kannst dich nicht als Christ bezeichnen und kein Bedürfnis nach Heiligung haben. Das ist ein Widerspruch in sich. Dann bist du entweder ein wirklich schwacher Christ oder überhaupt keiner. Gott schenkt in dir das Wollen, das heißt das Bedürfnis, dich zu heiligen, sowie das Vollbringen, das Erfolgreichsein in deiner Heiligung. Du willst dich heiligen und es klappt auch, weil der Herr das Vollbringen gibt und es dient zu seinem Wohlgefallen, weil es letztendlich dem Herrn die Ehre bringt, wenn du heilig lebst. Ihr Lieben, wenn wir in der Heiligung wachsen, wird unser Wille zunehmend dem Willen unseres himmlischen Vaters entsprechen. Und was für eine unglaubliche Motivation ist das für unser Handeln. Wir haben den mächtigen Gott, den Schöpfer aller Dinge an unserer Seite. Und das sollte uns Zuversicht geben im Kampf gegen die Sünde. Wie macht Gott das nun? Wie wirkt er in dir? Erinnert euch an 2. Korinther 3,18. Wie ich schon gesagt habe, ist das einer unserer Schlüsselverse, um zu verstehen, wie Heiligung funktioniert. Lasst uns ihn nochmal lesen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und jetzt kommt's, nämlich vom Geist des Herrn. Gott tut sein Werk der Heiligung in uns durch seinen Heiligen Geist. Gott tut sein Werk der Heiligung in uns durch seinen Heiligen Geist. Gott hat uns alles geschenkt für ein Leben, das wir in der Heiligung nötig haben. Wir können Gott auch nur erkennen durch seinen Heiligen Geist. Und er hat uns alles geschenkt, was wir dazu brauchen. Wir sind völlig ausgerüstet, ein Leben in Heiligung zu leben. Gott ist unser mächtiger Verbündeter in dieser Sache. Wie wunderbar ist es zu wissen, wenn man gegen Sünde kämpft, dass Gott an meiner Seite ist und mich stärkt. Wie wunderbar ist es, das zu wissen. Und ihr Lieben, die Heiligung kann nur gute Ergebnisse erzielen, denn es ist für Gott von größtem Interesse, dass seine Kinder in Heiligkeit wandeln. Des Weiteren hat er das perfekte Umfeld für deine Heiligung geschaffen, seine Gemeinde. Dort in seiner Gemeinde wirkt Gott an dir. Dort legt er wie ein Chirurg das Skalpell an und schneidet die Sünde von dir ab. Und das Beste, das er dir gegeben hat, ist sein guter und heiliger Geist, der mit dem du die Taten des Fleisches töten kannst. Ihr Lieben, all unsere Bemühungen sind vergeblich, wenn es nicht in der Kraft Gottes geschieht. Die Gefahr dabei besteht, wenn wir es nicht aus der Kraft Gottes tun, in Gesetzlichkeit abzurutschen,
abzurutschen. Indem wir nur einen äußeren Gehorsam anstreben und das Herz dabei völlig außer Acht lassen. Unser Herz nicht, wir das nicht aus Herzen, von Herzen tun. Und ohne dass man bedenkt, dass Gott mir das Wollen und das Wirken schenkt und ihm die Ehre für alles zusteht, wenn ich gelingen habe. Und was für eine große Ermutigung ist es doch, die wir haben in unserem Gott. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Wir sind durch seine Gnade fähig, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und in der Heiligung Fortschritte zu machen. Doch ihr Lieben, es ist auch eine ernste Warnung an alle, die der Heiligung gleichgültig gegenüberstehen. Es ist durchaus möglich, dass du Christus als Herrn bekennst, doch es fehlt dir die Kraft, dementsprechend zu leben. Und es ist dir auch völlig egal. Wenn dem so ist, dann prüfe dein Leben. Es besteht die Möglichkeit, dass du nie wirklich wiedergeboren warst. Und wenn du das erkennen solltest, dann tue Buße und glaube an den Herrn Jesus Christus und fliehe zu ihm und lass dich retten. Und abschließend, liebe Frauen, wie oft habt ihr schon an euren Männern herumgenörgelt, dass sie die Familie nicht so leiten, wie sie es eigentlich sollten? Und wie oft habt ihr euch schon bei euren Freundinnen über ihn beschwert? Und wie oft habt ihr den Herrn angefleht, dass er eure Männer heiligt, dass das Wirken von Gott kommt? Auch uns, liebe Männer, wie viele Worte haben wir schon darauf verwendet, unsere Frauen darauf hinzuweisen, dass sie sich uns unterordnen müssen? Und wie viele Worte haben wir zum Himmel gesandt, damit Gott unsere Frauen heiligt? Wie oft haben wir es versäumt, Veränderung bei unserem Partner hervorzubringen und zu bewirken, die doch nur Gott tun kann? Und wie wenig haben wir Gott um seine verändernde Kraft angebeten? Ihr Lieben, ich habe diese Predigt begonnen mit dem Beispiel, wie du dich zu Jesus bekehrt hast. Und so wahr wie es ist, dass dir Gott den Glauben geschenkt hat, dir Gott dir den Glauben schenken muss, so wahr ist es, dass du auch Buße tun und aktiv an den Herrn glauben musst. Und genau das Gleiche trifft auch auf die Heiligung zu. Gott wirkt in unserer Heiligung. Nichtsdestotrotz sind wir aufgefordert, Heiligung auszuleben. Lasst uns zusammen als Gemeinde an unserer Heiligung arbeiten. Lasst uns in unseren Familien nach Heiligung streben. Lasst uns jeder Einzelne danach streben, heilig zu sein, so wie er heilig ist, damit wir ergreifen, wozu wir von Christus ergriffen worden sind, und zwar um seinen Sohn Jesus Christus gleichgestaltet zu werden, bis wir einst verherrlicht vor seinem Angesicht stehen werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. In Judas 1, 24 bis 25 heißt es: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen, liebe Geschwister. Lasst uns erheben zum Gebet. Wer möchte, darf beten. Ich werde abschließen.